Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der CDU. Mit der Überschrift nachhaltige Chancengerechtigkeit meinen Sie von der CDU wohl erstmal und hoffentlich nichts weiter als, Hamburg braucht gerecht verteilte Chancen auf gute Bildung. Da sind wir im Grundsatz ja ganz bei Ihnen. Trotzdem, und das vermittelt der Titel ein bisschen, sollte sich auch in der CDU davor hüten, jeder Mensch, dem Gutmenschen Irrglauben zu verfallen, dem der Staat könne alle Kinder gleich machen. Das ist nicht so und das wird auch nie so sein. Das gilt für die 13.000 Kinder, die in den letzten Wochen eingeschult wurden, und das gilt auch für die 12.500 Kinder, die von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln. Sie alle bringen nämlich ganz unterschiedliche Startvoraussetzungen mit. Und deshalb sollen Schulen besonders die fördern, die schwierige Eingangsvoraussetzungen mitbringen. Dabei helfen Kategorisierungen wie KESS in jedem Fall. Diese Daten sind nun seit einem Jahrzehnt eine gute Grundlage für die Ressourcenverteilung und sie könnten es eigentlich auch bleiben. Bestimmte Quartiere und Schulen erhalten umso mehr personelle Unterstützung, um den Schülern eine erfolgreiche Schullaufbahn erstmal zu ermöglichen. Das ist schon deshalb nötig, weil in manchen Stadtteilen Lernrückstände bis zum Ende der Grundschulzeit nur schwer oder überhaupt nicht aufgeholt werden können. Eine unterschiedliche Ausstattung für Sprachförderung oder Inklusion abhängig von der Schülerschaft ist also grundsätzlich richtig. Eine Neuberechnung des Sozialindexes war also dringend notwendig. Zum einen, weil sich in Hamburg die Bevölkerung im einzelnen Stadtteilen stetig verändert. Zum anderen wurde die Neubewertung durch die Einführung der Stadtteilschule notwendig. Deren KESS-Index beruht bisher nämlich ziemlich auf dem Motto Pi mal Daumen. Nun liegen die Ergebnisse der neuen KESS-Bewertung schon seit einiger Zeit vor und die sorgen vielerorten für sehr ungläubiges Staunen. Der Index hat sich verbessert, obwohl sich die soziale Lage an der Schule nicht geändert hat. Fragezeichen, das kann keiner verstehen. Gerade Grundschulen zählen zu den Verlierern der Neubewertung. 19 Grundschulen wurden hochgestuft, alle mit einmal. Bei einigen davon hat sich die Schülerschaft tatsächlich etwas verändert, weil sie in Vierteln liegen, die heute sozial durchmischter sind als noch vor einigen Jahren. Bei anderen Grundschulen ist die Einteilung jedoch völlig unverständlich. Sie liegen zum Beispiel in Kita-Plus-Gebieten. Das bedeutet, die Kitas im Umkreis der Schule bekommen zusätzliches Personal. Auch die umliegenden Stadtteilschulen erhalten mehr Ressourcen, weil ihnen eine schwierige Schülerschaft attestiert wird. Und ausgerechnet an den Grundschulen im selben Gebiet soll sich die Situation erheblich verbessert haben. Wem wollen Sie das erzählen? Keiner kann das verstehen und das wird auch so nicht sein. Das ist unlogisch und unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Ich will jetzt gar nicht lange darüber lieber lamentieren, ob die SPD jetzt irgendwie sozial umverteilt, ob sie es gerecht oder ungerecht gemacht hat. In jedem Fall ist das unlogisch, für keinen nachvollziehbar und geht für die Grundschulen nicht. Sie müssen ihre Arbeit fortsetzen können. Deswegen erfordert das unserer Auffassung nach eine sehr kritische Überprüfung. Es kann nicht sein, dass die Schulen, die noch höhere Herausforderungen bestehen müssen als vorher, dafür immer weniger Ressourcen erhalten. Das geht nicht. Und wenn, meine Damen und Herren, Bildungsgerechtigkeit, was auch immer jeder darunter versteht, wirklich unser gemeinsames Ziel ist, dann müssen gerade diese Schulen ihre erfolgreiche Arbeit weitermachen können. Deshalb stimmen wir dem CDU-Antrag in allen Punkten zu. Und ich möchte auch hinzufügen, dass wir sehr erstaunt darüber sind, dass Sie es noch nicht mal schaffen, dieses Thema in den Schulausschuss zu überweisen. Ich sehe das ganz genau wie Frau van Berg. Wir hatten eine Selbstbefassung machen wollen, die haben Sie abgelehnt. Sie haben hier einen Antrag vorliegen, den haben Sie abgelehnt. Wollen Sie uns eigentlich irgendwelche Daten verstecken? Wollen Sie uns nicht aufklären? Wollen Sie die Schulen im Dunkeln lassen? Wie kann es sein, dass Sie über dieses Thema einfach nicht sprechen wollen? Herzlichen Dank.